Auf der A94 zeigte sich ein ganz anderes Bild. Keine Autos, sondern Radler und Inlineskater allein auf der Autobahn. Im September soll der 6 Kilometer lange Teilabschnitt zwischen Forst-Inning und Paarstetten für den Verkehr freigegeben werden, nach 3 Jahren Bauzeit. Heute aber nutzten die umliegenden Gemeinden die einmalige Gelegenheit für eine Party mitten auf der Autobahn mit Radshows und Feuerwehrübungen. Die A94 soll München mit Passau verbinden. Bisher sind allerdings nur die Teilstücke München, Paarstetten und Ampfing-Marktl realisiert. Wie es weitergeht mit der Isental-Autobahn, diese Fragen konnten die Besucher direkt der Autobahndirektion stellen.